Vater, wir danken jetzt hier für diesen Gottesdienst. Wir danken dir, Herr, für dein so kostbares, lebendiges Wort, das wir empfangen. Du bist das lebendige Wort, Herr Jesus. Du offenbarst dich uns und wir danken dir dafür, dass du herrlicher und größer und schöner bist in unseren Augen als jemals zuvor. Ja, wir danken dir, dass du am Wirken bist. In Jesu Namen. Amen. Also, wir haben ein ganz spezielles Thema. Glorious Jesus. Halleluja. Habe eine Flasche gekauft bei dem Migros. Ich habe sie nicht zumachen können. Der Bügel muss sie dann wieder zurückbringen. Aber jetzt habe ich halt das. Da ist Salböl drin. Halleluja. Heute ist speziell. Glory. Also, wir sind keine Quacksalber, wir sind biblisch. Wir sind biblisch, ihr werdet gleich sehen. Also, wir beginnen die Botschaft und zwar, dem Psalm 91 haben wir schon gelesen. Das wäre sonst der Beginn gewesen. Aber in diesen Zeiten der Not, in denen wir uns befinden, und die Bibel redet im Timotheus von schweren Zeiten, die kommen werden. Und das sind solche. Und die werden nicht unbedingt besser für die Welt. Die sind so beschrieben schon vom Herrn, dass das zunimmt und so. Aber dass er mittendrin seine Gemeinde baut, ist das nicht wunderbar? We are the church. Wir sind die Gemeinde. Die Gemeinde ist niemals ein Gebäude. Die Gemeinde seid ihr und wir. Die Gemeinde ist eine Versammlung der Heiligen. Ekklesia, die Herausgerufene aus der Welt. Im Moment, wo wir Jesus annehmen, sind wir Ekklesia. Sind wir herausgekommen aus dieser Welt. Und sind im Geist abgesondert für den Herrn. Wir sehen das nicht. Wir sind mitten in der Welt, aber eigentlich ist unsere Heimat jetzt der Himmel. Wir sind hier auf fremdem Boden. Aber wir halten es schon noch ein bisschen aus, weil der Herr braucht uns. Wir sind seine Botschafter. Und das ist so wichtig. Er hat nur uns. Er hat nur die Church. Er hat sie hier gelassen. Wir sind jetzt dran. Gell, Olli, genau. Ich lese auch einen Vers im Römer 16, Vers 20. Der Gott des Friedens aber wird den Satan unter euren Füßen zermalmen. In kurzem die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Das ist das Ende vom Römerbrief. Ist mega cool. Der Gott des Friedens, Jehovah Shalom. Shalom ist einfach nichts mangelt, nichts ist kaputt. Das ist die beste Definition, die es gibt. Nothing missing, nothing broken. Gott, Friede, wenn die Juden einander Shalom sagen, ist es wirklich nicht nur, ja, der Friede Gottes ist mit dir. Die haben eine Offenbarung von dem Wort Shalom. Shalom ist einfach wirklich Wohlergehen, Segen, Gesundheit. Dir soll nichts mangeln, du sollst weitergehen mit dem Herrn, du bist das Licht der Welt und all das ist einfach im Shalom-Wort drin. Und das ist ein Name von Gott. Also wir müssen absolut keine Angst haben. Er wird, der Gott des Shalom, also Jehovah Shalom, wird den Satan unter unseren Füßen zermalmen in kurzem. Wohl er uns angreift vielleicht, aber hey, es ist der Gott des Friedens. Hast du Frieden mitten im Sturm? So wie wir gesungen haben, mitten im Sturm ist er unser Friede. Darum haben wir Frieden. Wir müssen keine Angst haben. Amen. Sag mal, ich habe den Herr des Friedens oder Jehovah Shalom und ich habe keine Angst. Amen. 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 Genau. Die Weisheit, die wir brauchen jetzt einfach in gewissen natürlichen Vorkehrungen, aber es hat eigentlich nichts damit zu tun, direkt. Weil Gott ist immer noch Gott und er hat das letzte Wort. Glory.
Also wir sehen in Lukas 10, Vers 19, siehe, ich habe euch Vollmacht verliehen, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch beschädigen. Das Wort nichts im Englischen nothing, by any means. Also es ist gar nicht möglich, unter keinen Umständen wird dir etwas, dich etwas beschädigen. Im Griechischen ist das Wort, das wir kennen, ume. Sag mal ume. Es ist ein Doppelnegativ. Es heißt, es ist ganz unmöglich, Amen, dass dich etwas beschädigt. Glaubst du das? Dir geschehen nach deinem Glauben. Halleluja. Glauben, das glauben wir. Amen, nichts anderes. Glory, Halleluja. Und das wiederum ist dann mit Psalm 91, Vers 13, den wir ja jetzt sehr, sehr gut kennen. Auf Löwen und Ottern wirst du treten, wirst du treten, junge Löwen und Drachen. Die Autorität, die wir haben, sind für nicht wirkliche Tiere. Das ist die Beschreibung vom Feind, der einfach eben so hinterlistig, oder die Vogel, der die Falle stellt, das ist auch ein Bild am Anfang von diesem Psalm, von Fallen, von Tricks, von eben, er will Gedankenspiele spielen mit uns, der Feind, weil er Zugang hat zu unseren Gedanken. Und wir sollen ihn nicht lassen, wir müssen keine Angst haben. Weißt du, negative Gedanken sind wie schwarze Vögel, die über unserem Haupt kreisen. Aber du hast die Autorität und kannst sie wegscheuchen, damit sie nicht dein Nest bauen in deinen Haaren. Um das geht's. Versteht ihr? Ja, das ist so. Solange wir hier auf fremdem Boden sind und der Teufel uns hasst, und das tut er, wird er es versuchen. Aber hey, der Gott des Friedens ist mit uns. Wir können das so, ist so eine Offenbarung, dass wir keine Angst haben müssen. Also keine Hamsterkäufe oder so. Wenn du unbedingt, dann stock doch dein Vorrat sowieso auf. Aber nicht wegen dem jetzt. Es kommt auf den Hintergrund an, hast du Angst. Also aus Angst sollte man diese Dinge nicht tun. Wenn es Weisheit ist, dann schon für dich, dass du das machst. Muss selber wissen. Ja. Also, wir gehen einen Schritt weiter, Glory. Wir haben letztes Jahr oft von Korn, Most und Öl gesprochen. Da gibt es wunderbare Bibelstellen im Alten Testament, magst du dich erinnern, im Zusammenhang mit dem Spätregen, dem Segen des Spätregens. Korn und Most ist ja ein Symbol für das Abendmahl. Und wir haben das sehr gut erklärt, ja genau. Aber wir sehen auch, wie Gott eigentlich uns in den vergangenen Monaten mehr Offenbarung gegeben hat über das Abendmahl. Amen. Schon das Buch, das neue Buch von Pastor Prince, dass wir uns gesund essen können, ja. Man braucht auch da eine Offenbarung, aber es ist eigentlich ganz einfach. Korn und Most repräsentieren Wein und Brot. Amen. Und sei es die Scheunen voll werden und so weiter. Wir lesen einmal 5. Mose 11, Vers 14. So will ich eurem Land Regen geben zu seiner Zeit, Frühregen und Spätregen, dass du dein Korn, deinen Most und dein Öl einsammeln kannst. Okay, das haben wir. Und Joel 2, 24, und es sollen die Tennen voll Korn werden und die Keltern voll Most und Öl überfließen. Also das ist nicht einfach im Natürlichen, wir sind nicht alles Bauern. Das ist gedacht, das ist wirklich ein Bild von dem, was jetzt weltweit in der Gemeinde abgeht. Und wir wissen, der Heilige Geist, jetzt reden wir heute mal vom Öl. Das Öl haben wir haben nur angetönt letztes Jahr. Das Öl ist natürlich auch ein Bild auf den Heiligen Geist.
Amen, Amen. Aber es gibt noch mehr Offenbarung, was eben das Öl anbelangt. Es geht jetzt konkret einmal um Salböl. Wenn man Salböl anwendet, über uns und unseren Lieben, ich werde euch zeigen, dass das absolut auch Neues Testament ist, dann geschieht etwas, wenn wir wirklich glauben und darüber beten, dass wir wie set apart, heißt das im Englischen. Wir sind wie geheiligt, wir sind wie abgesondert an einem ganz speziellen Ort. Ein gutes Beispiel dafür ist das Volk Israel damals in Ägypten. Sie waren das Volk Gottes und Gott hat sie in Goshen, das ist ein Teil von Ägypten, dort wohnte das Volk Israel und alle Plagen konnten nicht dorthin. Keine Plage, absolut keine, von dem Fliegen, von den Fröschen und dann das Licht, sie hatten Licht, währenddem in Ägypten stockfinstere Nacht, 3 Tage, also man hätte sie schneiden können, niemand sah seine Hand und es war übernatürlich, es war nicht einfach Nacht oder so, nein, es war eine dämonische Finsterheit. Und bei ihnen, beim Volk Gottes, war Licht. Das wissen wir ja, von dem haben wir oft gelehrt. Sie können das natürlich nachlesen. Aber das Volk Gottes ist eigentlich, weil es versiegelt ist vom Heiligen Geist durch die neue Geburt, wir sind set apart. Wir sind ganz besonders auf die Seite für den Herrn reserviert. Das kann niemand verändern. Aber wir können es natürlich ignorieren und nicht wissen und dann sind wir wie die Welt. Okay? In allem sind wir ganz speziell. Halleluja. Wenn du zu Hause, früher hatte man das, so ein spezielles Service für nur Besuch. Habe ich auch noch. Ich will es loswerden. Aber ja, es gibt bei mir so ein schönes Berner Barock-Buffet, dort hier habe ich Geschirr. Und dort drin sind noch viele so Dinge, wo man einfach nicht, einfach nur gewöhnlich braucht. Man nimmt es nach vorne, wenn man wirklich einen hohen Besuch erwartet. Als ganz spezielle Gäste nimmt man dieses Service. Was macht es dort im Kasten? Das ganze Jahr. Es ist set apart. Es ist ausgesondert für einen ganz speziellen Zweck. Das heißt übrigens heiligen. Wir sind geheiligt. Oder Heiligung hat nichts zu tun jetzt mit unseren Werken. Wir sind Heilige, weil Gott uns so gemacht hat, durch die Gerechtigkeit Gottes. Wir haben ein weißes Kleid an, ob du glaubst oder nicht. Aber es ist gut, wenn du glaubst, weil dann wird unser ganzes Leben anders, wenn wir diese Dinge glauben, wenn wir glauben, wer wir wirklich sind. Dann sind wir nicht mehr so Buddies mit der Welt. Da sind wir heilige und reine, obwohl wir mitten in der Welt, Jesus war auch und bei den Sündern, aber hat sich nie benommen wie ein Sünder. Okay, das ist der Unterschied. Sind wir auch. Also das Salböl, das Öl in sich hat keine Kraft, versteht ihr? Aber es ist ein Symbol des vollbrachten Werkes Jesu. Wieso? Gethsemane. In Gethsemane, auch heute noch, sind Olivenbäume. Amen. Und damit du Öl bekommst, muss die Olive absolut zerquetscht werden, bis Öl rauskommt. Das ist, was mit Jesus passiert ist. Er wurde zerquetscht, er wurde zermalmt, er wurde gemartert, er wurde für uns. Wenn wir das sehen und glauben, das Öl hat damit zu tun, das Olivenöl, vielleicht grünlich, Amen, ganz auch anderes Öl nehmen, aber es ist so schön zu einfach da diese Offenbarung zu haben. Weil das Öl in sich hat keine Kraft.
Sie ist die Offenbarung dessen, was uns Kraft gibt und was den Kranken heilt. Amen. Wir werden das gleich sehen. Wir werden das sehen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Öl im Jesaja 10, 27. Kannst du es dir notieren, aber ich habe es vergessen, hier aufzuschalten. Jesaja 10, 27 heißt, dass das Fett, dass das Joch zersprengt wird vom Fett oder vom Öl. Das Joch in deinem Leben, in unserem Leben, wird zersprengt, das heißt zerstört durch das Öl. Durch das Öl, der Heilige Geist, durch die Kraft, eben diese Offenbarung, was Jesus für uns getan hat. Und da ist der Heilige Geist mittendrin, weil der Heilige Geist offenbart uns immer Jesus, offenbart uns immer, er verherrlicht Jesus. Amen. Und wir wissen, Salbung an und für sich, wir sind gesalbt, das hat immer mit dem Heiligen Geist zu tun. Wir haben alle eine Salbung in uns. Ihr habt die Salbung vom Heiligen, heißt es im Johannesbrief. Ihr habt die Salbung und die ist in euch, okay? Ihr wisst auch viele Dinge durch das. Man weiß es einfach. Aber da gibt es eine Salbung, die über uns kommt, auch zum Dienst. Der Heilige Geist über euch kommt, zum Dienst, in speziellen Momenten auch. Und immer wie stärker kann das geschehen. Glory, Halleluja. Wir freuen uns auf Wunder und Zeichen. Wow, ich bin so begeistert. Ich sage euch, ich bitte wirklich, dass ihr auch so begeistert werdet. Gell, Ludwig, ich kann fast nicht mehr hören. Aber es sind 3 Stunden 45 in den Gottesdienst. Oh, da schaut niemand auf die Uhr. Niemand, weil du bist fasziniert und irgendwer muss einfach hören, ja, weil es ist auch ein Mensch, der dient, natürlich unter der Kraft Gottes, aber das geht nicht ewig. Muss auch irgendwann wieder essen und schlafen. Ja, Halleluja. Also wir schauen mal ein Beispiel an in Markus 6, 12 bis 13. Und sie gingen und predigten, man solle Buße tun. Jesus hat sie ausgesandt, die Jünger. Und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Kranke sind ja oft gebunden. Okay. Und das Öl ist einfach ein Punkt, um deinen Glauben auch zu aktivieren. Oder? Man ist dann vielleicht, ja, ich weiß nicht genau, die Jünger, wie viel Öl sie da auf jeden gegossen haben. Also wenn jetzt jemand wirklich eine Kanne über dich ausgießt, dann weißt du tagelang, dass du gesalbt worden bist und denkst, wenn du da probierst, die Haare zu wäschen, sagst du, oh Herr, aber danke, ich bin geheilt in deinen Wundern. Weil oftmals vergessen wir das, wenn wir nach Hause gehen. Ja, für mich wurde gebetet, hat nichts genützt. Oder da oben. Aber das ist dann wirklich ein Referenzpunkt, könnte man sagen. Hey, schau. Ich habe ganz fettige Haare, das ist vom Öl. Ja, aber damals, ich weiß echt nicht, zum Beispiel bei Salbung von Königen und Priestern, Samuel kam da mit einem Gefäß. Ja, ein Gefäß hat es über das Haupt von David geschüttet. David wurde verändert von diesem Moment an. Er wurde der Riesenkiller. Er wurde bereitet und kam an den Königshof und wurde König. Die Salbung hat es gemacht. Ihr werdet die Salbung bekommen, wenn der Heilige Geist über euch kommt, die Kraft, die hat, okay, Halleluja. Nimm es einfach mal so mit und glaube es einfach so, Halleluja. Weißt du, die Kraft, das war jetzt natürlich bevor Jesus ans Kreuz ging, aber die Kraft des Salbens mit Öl ist immer noch relevant, auch nach Jesu Tod. Wir haben da den Beweis in Jakobus Kapitel 5, dort gehen wir jetzt hin, dort heißt es, ist jemand von euch krank, der lasse die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen und sie sollen über ihn beten und ihn dabei mit Öl salben, im Namen des Herrn. Hallo?
Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten oder eben heilen. Das ist dasselbe Wort. Und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Glory! Halleluja! Es gibt Gemeinden, die eigentlich nur diese Stelle kennen, wenn es um Krankenheilung geht. Könnt ihr euch ein Beispiel sagen, was mache ich jetzt nicht. Und dabei gibt es natürlich viel mehr Offenbarung. Man muss nicht unbedingt mit Öl salben. Es ist kein Gebot, versteht ihr? Aber man kann und es ist richtig in gewissen Momenten. Es ist wirklich richtig in gewissen Momenten. Aber da gibt es die ganze Offenbarung vom Erlösungswerk Gottes, vom Erlösungswerk Jesu Christi. Da muss man nicht unbedingt nur warten, bis die Ältesten kommen und einen mit Öl salben. Das, viele Gemeinden sind in diese Grube gefallen und sind so zu für das vollkommene Erlösungswerk von Jesus Christus. Wir jederzeit Heilung beanspruchen und darauf beharren auf dem Verheißen, weil sie gehören uns. Also eben, aber es ist absolut eine Möglichkeit und manchmal sogar sehr wichtig. Ich erinnere mich an die Familie Schütz, als sie neu war bei uns, Corinne und Christian, also mit Sarah und Olli, der hat mir der Herr aufs Herz gelegt, eine Zeit lang. wir hatten Olli immer mit Öl gesagt, weißt du noch? Wir müssen das wieder tun. Wir müssen das ernst nehmen, dass der Heilige Geist so führt, dass wir öfters einfach das tun. Ja, Nathalie zum Beispiel, ne, salbe sie mit Öl. Wir sehen natürlich aus dieser Schriftstelle, die Ältesten sollen gerufen werden. Das heißt, der Kranke ruft oder die Mutter ruft oder jemand lässt, nicht nur, dass jetzt Älteste das tun können, weil Älteste ist nicht ein Begriff von einem Amt in dem Sinn. Älteste in einer größeren Gemeinde schon, dass man weiß, welches die Pastoren sind. Pastoren sind auch Älteste in dem Sinn. Die Reiferen im Glauben, die Reiferen im Glauben und die speziell natürlich schon eingesetzt sind in einer größeren Gemeinde. Aber du, wenn du eine Offenbarung hast darüber vom Erlösungswerk Jesu und Öl hast, dann hey, mach etwas. Nimm deine Flasche, geh ins Krankenhaus. Das hat mal einer gemacht, Ludwig, du erinnerst dich von Schembach. Das ist auch ein fantastischer, der ist schon längst verstorben wahrscheinlich, älterer Prediger von Amerika, hat ein Buch geschrieben über diese Dinge, diese Erlebnisse. Das ist so lustig zum Lesen, was die, er hat mal Öl verteilt und gesagt, geht einfach, wie Jesus es gemacht hat, geht Jünger, geht, salbt einfach die Kranken mit Öl und sie werden genesen. Punkt, nicht etwas anderes. Ja, der eine ging ins Krankenhaus, ging von Zimmer zu Zimmer und die Leute wurden geheilt und standen mit ihrem Spitalhemden auf, mit dem Schlitz hinten und jubelten. und da war eine Erweckung im Spital und das war dann so schlimm. Am Schluss haben sie ihn eingesperrt, die Behörde hat ihn dann eingesperrt, aber dann hat er ja immer noch Öl und dann wurde der Gefängniswärter errettet und dann ging es im Gefängnis los. Man konnte ihn nicht stoppen. Und das ist so lustig zu reden, das sind echte Begebenheiten. Also ich kann auch sagen, es ist nicht einfach nur, das ist also kein Hokuspokus oder so, oder irgendetwas tun, nur weil es jemand macht. Es geht um den Heiligen Geist und es geht um das Erlösungswerk Jesu Christi. Dass man das auch in dem Sinn betet über die Kranken. Halleluja. Ja, es ist schon wichtig, dass wir eine Offenbarung haben. Da gibt es auch diese Geschichte, da ging es um den Namen Jesus. Da waren irgendwelche, in Apostelgeschichte sowieso, waren die Söhne Schivas oder Skivas oder wie die heißen. Die wissen das. Genau, die waren also keine Wiedergeborenen. Das waren irgendwie von einem Zauberer. Die haben gesehen, wie die Jünger heilen und wie sie den Namen Jesus nehmen und Dämonen austreiben. Und da dachten die, ja, das können wir auch. Und dann haben sie gesagt,
wir kommen jetzt in dem Namen, wo Paulus sagt, und probiert, den Geist rauszutreiben, und dann kommen die Dämonen auf sie. Und dann haben sie, die Dämonen, die Kraft, die in diesen gebundenen Menschen, die wurde einfach freigesetzt, und die haben also gewütet und diese Söhne des Shivas einfach nackt ausgezogen. So dermaßen kam die Kraft des Teufels, der Dämonen, über sie. Es funktioniert nicht, wenn wir den Namen Jesus nicht kennen. Es funktioniert nicht, wenn wir keine persönliche Beziehung haben mit dem Heiligen Geist, mit dem Wort und mit Jesus und seinem vollbrachten Werk. Dann ist es nur irgendwie ein Werk oder etwas nachmachen. That's not it. Das ist sogar gefährlich. Vielleicht plötzlich läufst du nackt herum. Nein. Okay, das ist natürlich sehr blamierend, aber das steht in, ich weiß noch nicht welchem Kapitel, man schaut selber schauen. Glory, Halleluja. Also noch einmal, 5. Mose 7, 13 bis 15. Und er wird dich lieben und dich segnen und mehren. Er wird segnen die Frucht deines Leibes, die Frucht deines Landes, dein Korn, dein Most und dein Öl. Siehst du, es ist so viel immer Korn, Most und Öl, das Öl, den Wurf deiner Kühe, ja, das ist für Bure, hm? Und die Zucht deiner Schafe in dem Land, das er deinen Vätern geschworen hat, dir zu geben. Du wirst vor allen Völkern gesegnet werden, es wird kein Unfruchtbarer und keine Unfruchtbare unter dir sein, auch nicht unter deinem Vieh. Der Herr wird alle Krankheiten von dir tun. Also wir sehen, das ist einfach so ein Zusammenspiel, sagen wir mal, von Korn, Most und Öl. Und wir dürfen verstehen im Neuen Testament, was das alles bedeutet. Die Frucht deines Leibes, das sind unsere Kinder. Sie sollen gesegnet sein. Und anstatt Unfruchtbarkeit macht uns der Herr fruchtbar. Amen. Fruchtbarkeit ist wirklich ein Segen von Gott. Amen. In allen Bereichen, in deinem Beruf und so weiter, vorwärts kommen, sowieso Schulungen, alles einfach gesegnet. Wir sind gesegnet. Amen. Und das Wichtigste eben, nichts Schädigendes, kein Unglück kann die von Gott Gesalbten treffen. Also wir sind ja gesalbt mit diesem Öl. Und nichts kann uns beschädigen. Ich denke an das Beispiel, das ich letzten Sonntag erzählt habe von dem aufgeblähten Akku in meinem Laptop. Und das war Monate so. Und niemand hatte mir gesagt, es sei sehr gefährlich. Und das war dann wirklich eine so Führung vorletzte Woche, wo ich per Zufall im Mediamarkt war und irgendwie hatte ich den Eindruck, geh mal und frage wieder. Ich hatte schon mal gefragt vor Monaten. Ich sagte, ja, sie mit dem PC bringen, ja, ich weiß nicht, ja. Und ich habe genau gesagt. Und es ist ja immer schlimmer geworden, okay? Aber er hat einfach mir, dieser Marco, hat mir sagen können, sofort etwas machen, sofort ein Akku bestellen, sofort vorbeikommen, ich kann sie ihnen wechseln oder sie schauen selber, aber ich habe natürlich dann gewusst, wo ich hingehe, zu ihm natürlich. Und der lange Rede, kurzer Sinn, ich bin bewahrt worden. Ich bin bewahrt worden. Das war eigentlich das Zeugnis, das große Zeugnis war die Bewahrung. Die Bewahrung, thank you Lord. Weil das Öl ist auf mir, ich bin gesalbt mit Öl. Amen, ihr seid auch gesalbt. Amen, wir sind auch gesalbt, ohne dass man Salböl nimmt. Von dem habe ich jetzt gerade gesprochen. Nehemia 10, eine weitere Stelle, etwas ganz Wichtiges, was wir hier sehen. Und der Priester des Sohn Aaron soll bei den Leviten sein, wenn sie den Zehnten erheben, und die Leviten sollen den Zehnten von ihrem Zehnten zum Hause Gottes
in die Kammern des Schatzhauses heraufbringen. Denn in die Kammern sollen die Kinder Israel und die Kinder Levi das Hebopfer von Korn, Most und Öl bringen, weil dort die Geräte des Heiligtums sind und die Priester, welche dienen, und die Torhüter und Sänger. Und so wollen wir das Haus unseres Gottes nicht verlassen. Es ist nicht zu weit gegriffen, wenn ich hier eine Verbindung sehe von Korn, Most und Öl und dem Hause Gottes, das wir nicht verlassen sollen. Ich habe vorher erwähnt, das Haus Gottes ist die Versammlung. Es ist keine Kirche, ist kein Gebäude. Es ist eine Versammlung. Amen. Hebräer 10, Vers 25, man soll die eigene Versammlung nicht verlassen. Das ist ganz wichtig, dass man ein geistliches Zuhause hat, wo man wirklich weiß, dort gehöre ich hin. Und das seid ihr ja. Aber es ist ein Zusammenhang da mit Salbung. Wir werden nächsten Sonntag noch über den Schild des Glaubens sprechen. Schild des Glaubens, auch ein Schild braucht ganz viel Öl, damit er, dass dieses Leder, dass mit dieses Leder die Pfeile wirklich abwendet und nicht nur, dass sie stecken bleiben. Ha? Nächster Sonntag. Aber es hat einen Zusammenhang. Es gibt eine Salbung auf deinem Leben, aber es gibt auch, was wir in der Bibel sehen, eine gemeinschaftliche Salbung, eine Corporate Anointing. Die ist nur, wenn wir zusammen sind. Weil sie dann verstärkt ist und weil Gott da ganz viel tun kann. Und das ist Gott so wichtig, dass wir das verstehen, die Versammlung der Heiligen. Das ist etwas ganz Spezielles. Obwohl, wie gesagt, nehmt Heiden mit, nehmt alle Leute mit, die ihr kennt. Die werden dann sofort bekehrt. Ja, Mama. Halleluja. Seht ihr das? Seht ihr das? Also Salböl aktiviert unseren Glauben für Heilung und Schutz. Das brauchen wir nicht mehr da, das Nehemia. Da wollte ich nur den Punkt machen vom Haus Gottes. Korn, Most und Öl. Abendmahl, im weiteren Sinn, Korn, Most und Öl, dass wir Überfluss haben, dass wir gesegnet sind, dass wir fruchtbar sind. Müssen nicht unbedingt noch mehr Kinder sein. Einfach Fruchtbarkeit in allen Dingen. Alles, was wir anfassen, heißt, ist gesegnet. Amen. Viele Dinge können wir als Christ nicht allein empfangen, was es gibt. Es braucht die Zugehörigkeit zu einer lokalen Church. Vieles ist einfach nicht verfügbar alleine. Es ist wirklich so. So hat es Gott gewollt. Aber jetzt habe ich noch ein schönes Beispiel von Salböl aktiviert unseren Glauben für Heilung und Schutz. Das kann es auch wegnehmen. Keine Ehre, sorry. Okay, ist schon gut. Also nicht da schauen. Es hat keinen Zusammenhang jetzt. Ein schönes Beispiel, es muss wohl im Jahr, ich weiß es noch, 1988 gewesen sein. Da ging ich das erste Mal in eine Bibelschule. Es war aber noch nicht Amerika. Das war im Zoe Christlichen Zentrum, wie es damals hieß, gab es eine Bibelschule. Und da war ich natürlich dabei. Und zwar für ein Jahr, aber es war jeden Morgen. Wie am Rema. Weil Pastor Peter ist ja vom Rema und sie wollten das genau gleich machen. Das hat 2 Jahre ging das so, aber ich ging, beim ersten Jahr war ich dort dabei. War nicht eine Gruppe von 22. Gut, dort war eine Frau, die wohnte hier in Langnau, ich wohnte in Rüschlikon. Sie kam dann auch und ich nahm sie immer mit im Auto. Also wir hatten immer den Weg zusammen. Und sie war eine sehr schüchterne Frau, eine sehr in sich gekehrte Frau, eine ängstliche Frau, eine voll Minderwertigkeit, voll. Und sie ging auch durch eine schwierige Zeit. Sie hatte eine Tochter, die etwa 10 war und kein Mann mehr. Ich weiß nicht mehr, was die Umstände waren. Sie wohnte da in einer Wohnung in Adliswil, am Ende Adliswil. Und ich spürte natürlich, wie sie einfach wirklich
gebunden war. Gebunden, okay? Ganz eine Liebe, aber gebunden. Und dann sagt sie, ja, sie hat immer so Angst und Angstzustände und sie sei sich so unsicher in dieser Wohnung und sie schläft nicht gut und alles. Und ich habe gesagt, hey, weißt du was, ich komme und wir salben deine Wohnung mit Öl. Einfach so. Habe Öl genommen, dorthin gegangen, habe zusammen jede Tür gebetet für den Herrn, set apart, also einfach, das ist diese Wohnung gehört dem Herrn, die Türe gehört dem Herrn, jeder Eingang ist gesegnet und dazu gab es einfach, du musst ja nicht unbedingt ein Kreuz machen, aber einfach salben. Weißt du, dass die Frau frei geworden ist? Absolut frei. Absolut frei. Ja. Und ich hatte gar noch nicht so viel. Du musst nicht viel Erfahrung haben oder wissen. Du musst glauben, einfach, es steht erstens in der Bibel und zweitens, du hast den Herrn. Also auf jeden Fall wurde sie frei. Sie konnte wieder schlafen. Sie wurde frei, wirklich frei. Sie war nicht mehr gebunden. Das war wirklich absolut wunderbar. Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Salböl und dem Blut. Im Levitikus, das ist 3. Mose, aber das ist keine Schriftstelle, die ich hier habe, wurden die Priester mit Blut am rechten Ohr, am rechten Daumen und an der rechten Zehe gesalbt. Genau an diesen Stellen wurden sie auch mit Öl gesalbt. Set apart. Für den Herrn auf die Seite gestellt. Weil heute streichen wir ja kein Blut mehr an die Tür, aber wir können Öl streichen. Okay? Wir streichen wirklich kein Blut mehr an die Tür, weil das Werk Jesu vollbracht ist. Amen. Halleluja. Das Salböl dient dazu, Symbol seines Blutes, könnte man sagen, um unseren Glauben zu aktivieren. Amen. Denkt daran, ich habe nicht gesagt, es ist ein Gebot. Es gibt kein Gebot von Salben mit Öl im Neuen Testament, aber es ist eine Möglichkeit, wenn du geführt bist. Es ist nicht ein Allerweltsmittel. Nein, nein. Es ist eine Möglichkeit, aber eine super Möglichkeit, die ich ein bisschen wieder vergessen habe und neu möchte aktivieren dieses Jahr, weil der Herr dieses Jahr mehr Offenbarung schenkt über das Öl. Halleluja! Halleluja! Glory! Halleluja! Das ist so gut. Noch einmal Gethsemane, Jesus. Damit Olivenöl entsteht, müssen Oliven zerquetscht werden. Symbol des vollbrachten Werkes Jesu. Mit dieser Offenbarung wenden wir das Salböl an. Dann ist es biblisch und dann ist es effektiv. Ich habe hier noch ein paar Worte aus Jesaja 53 zusammengestellt, das ist also nicht der Bibelvers. Diese Worte kommen vor im Jesaja 53, welches ja das Leiden Jesu am Kreuz beschreibt. Jesaja, 700 Jahre bevor das geschah, hat Jesaja von Krankheit, Schmerzen, Strafe, Durchbohren, Zerschlagen, Missetat, Wunden, Schuld auf ihn werfen, misshandeln. Er tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Drangsal, Gericht, geschlagen, Leiden, Schuldopfer, Seele dem Tod preisgegeben, Sünden getragen. Es ist so schön, ab und zu das ganze Kapitel 53 zu lesen. Da ist so viel drin, dass wir wieder daran erinnert werden, was Jesus gelitten hat für uns, damit wir frei werden können. Das ist Jesaja 53. Und siehst du das Wort zerschlagen und so, das ist eben, das Ganze könnte man mit
zerquetschen und was mit Oliven geschieht, damit wir nachher Öl haben. Das ist das Symbol, das ist also nicht, ja, andere Religionen haben Wasser und Weihwasser und so. Das ist etwas anderes, das sehen wir nicht in der Heiligen Schrift. Aber das Salböl sehen wir. Das Salböl sehen wir. Halleluja. Denk dran, Salben mit Öl ist kein Gebot, aber es hat seinen Platz, wenn es um Heilung, Freisetzung und eben auch um Schutz geht, weil wir sind abgesondert für den Herrn. Und es hilft, unseren Glauben zu aktivieren. Wir werden nächsten Sonntag über den Schild des Glaubens sprechen. Ein Schild, den sehen wir als Waffe, ein Schild des Glaubens muss voll Öl sein, muss eingerieben und einmassiert sein mit Öl, damit diese Haut, aus der er gemacht ist, schön flexibel ist. Also unser Glaube braucht Salbung. Halleluja. Amen. Amen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Lass uns aufstehen. Wir wollen ein Bekenntnis machen, ein Gebet sprechen. Halleluja. Halleluja. Wir sprechen miteinander. Vater, wir danken dir für dein kostbares Wort. Wir danken dir für Offenbarungserkenntnis über den Heiligen Geist, über das vollbrachte Werk Jesu, über deine Liebe, über deine Vorsorge. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass du all unsere Sünden am Kreuz getragen hast und uns befreit hast. Du hast uns so gesegnet. Wir danken dir. Wenn du heute diese Botschaft hörst und noch nie Jesus zum Herrn deines Lebens gemacht hast, dann ist es jetzt an der Zeit. Bete einfach dieses Gebet nach, wenn wir vorbeten, dass du auch erlöst wirst, dass du auch ewiges Leben mit dem Herrn haben kannst. Dann bete jetzt einfach uns nach. Vater, ich komme zu dir. Danke für Jesus Christus, der Retter der Welt, der unsere alle Schuld getragen hat, alle Missetat, jede Ungerechtigkeit, jede Schuld, jede Missetat. Du hast es getragen, Jesus, damit ich es nicht mehr tragen muss. Du hast auch Krankheiten getragen. In Jesu Namen. Du hast auch all diese Bindungen getragen. Amen. Danke, Jesus. Du hast das alles schon erledigt. Danke, Jesus, für Freiheit. Wenn du in mein Leben kommst, werde ich frei. Frei von Ketten. Frei von Bindungen. Und ich bin gesegnet. Dein Segen ist jetzt auf mir. Du bist mein Herr. Ich bin von Neuem geboren. Mir geht es gut. Von jetzt an geht es mir gut. Ich habe deine Gunst. Bin gesegnet in allem, was meine Hände anfassen. Ich gehöre dir. Ich bin dein Eigentum von heute an. In Jesu Namen. Amen.